Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 19 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Ja, wir haben heute natürlich ein wichtiges Spiel. Champions League Finale. Freunde, es tut mir wieder leid. Das DFB-Pokalfinale wurde mal wieder nicht aufgenommen und ich habe es nicht rechtzeitig bemerkt. Gegen Dortmund. Wir haben das Spiel 2:0 gewonnen. Aber es ist natürlich trotzdem blöd für euch. So, es tut mir auch wirklich leid. Es ärgert mich auch wieder selber. Naja, man kann nichts machen. Ich hoffe, dass es heute klappt. So, wir müssen natürlich im Champions League Finale gegen Arsenal ran. Gehen wir rein. Das Endspiel steht auf dem Programm. Hinter uns liegt ein toller Wettbewerb und ich bin sicher, vor uns liegt eine packende Partie. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Gehen wir rein, Freunde. Geil, das ist, wenn sie so richtig an den Kabinen und so erscheinen, ne? Das bockt. Da ist die Trophäe, die wir haben wollen, Freunde. Und dann noch so richtig in den Farben. Das ist geil gemacht, auf jeden Fall, ey. Özil ist auch dabei und Kai Havertz. Der hat übrigens getroffen, so wie Iheanacho. Also Kai Havertz ist im Moment wichtig für uns. Deswegen habe ich ihn noch aufgestellt. So spielen wir wie immer. Ich habe keine Veränderung, so haben wir auch im Finale gespielt des DFB-Pokals. Und Arsenal spielt so mit Aubameyang, ja. Lacazette ist da noch. Özil, Aubameyang, Torreira, Sokratis spielt auch, okay. Und Kolasinac, der Ex-Schalker. So, wir haben Anstoß. Wir drücken direkt auf Pressing, Freunde. Iheanacho, 1:0. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Freunde? Geiles Tor, geil gemacht auf jeden Fall. Ja, keine Chance für den Keeper. Sehr schön, erstes Tor in der Champions League. Und die Hu-Rufe.
Island-Feeling. So, jetzt hier nicht. Schön gemacht von Tiedemans. Alenia, er kämpft sich den Ball zurück. Junior, hui, wieder daneben. Schade, nächste Möglichkeit. Ja, der ist ein bisschen verrutscht, ne? Ja, er dreht sich dann noch so nach außen weg. Ja, geht gut, zwei Meter daneben. Trotzdem, Anfangsphase gehört uns, würde ich sagen. Wir sind hungrig. Arsenal muss sich erstmal sortieren. Aber die haben auch den FC Bayern ausgeschaltet. Das muss ja nichts heißen. So, da Iheanacho startet. Havertz 2-0. Was ist denn hier los, Freunde? Was ist denn hier los? Havertz trifft schon wieder. Also der Typ ist unglaublich im Moment. Abschluss. Ja. Wichtig, dass er nicht zu zentral gemacht hat. 2-0, Freunde. Sechs Tore in der Champions League für Havertz. So, wir pressen jetzt mal nicht mehr. Ich meine, wir führen 2-0. Das ist doch erstmal beruhigend auch. Schade, wenn der durchgekommen wäre, wäre Junior komplett wieder frei gewesen. So, jetzt das erste Mal Arsenal richtig gefährlich. Aubameyang, aber harmloser Abschluss. Trotzdem, erste Torernährung von Arsenal. In der 20. Minute war das, glaube ich. Gutes Passspiel da von Arsenal. Aber da steht denn keiner. Und Lafonte hat den Ball. So. Auf Alenia. Der nimmt Cessignon mit. So, zurück zu Lafonte. Alenia. Tielemans. Tolles Zuspiel. Und jetzt die Chance. Ah, da hat Iheanacho zu lange gewartet. Ich glaube, der wollte da noch Havertz mit bedienen. Also wollte ich auch. Ich rede immer so, als würde die Mannschaft gar kein Spiel haben. Daneben. Oh, sehr schön. Oh, Pfosten da wieder von Iheanacho, der wieder ein gutes Spiel hier macht. Schön von Karma. Aber Havertz kann den Ball nicht so gut kontrollieren. Trotzdem, Eroberung von Havertz und Junior. Ah, bleibt da hängen. An Torreira. Leute, das 2-0 jetzt mit in die Pause nehmen, das wäre doch optimal, oder? Ah,
Fehler da von Alexander Arnold. So, wir führen 2:0 und ich sehe eigentlich keinen Grund zu wechseln erstmal. So, jetzt in der Anfangsphase bitte kein Anschlusstreffer, weil dann wird es auf jeden Fall nochmal heiß. So. Jetzt erstmal hinten gut stehen, das ist jetzt unser Ziel. Und den einen oder anderen Konter einsetzen, so wie jetzt hier vielleicht. Schön nach vorne spielen. Oh, Junior ist zwar schnell, ja. So, Harvard ist frei. So, Tielemans bedient ihr Nacho, der dreht sich, schießt und das ist das 3:0. Ich bin wahnsinnig. Das ist die Entscheidung, Freunde. Aber gut gemacht, ey. Gut gemacht. Ball behauptet, die Umdrehung und dann der Abschluss ins lange Eck. Und dann sogar noch getunnelt, ne, glaube ich. So, wir wechseln jetzt. Und zwar kommt die Spieler rein, die im DFB-Pokalfinale nicht drin waren. Das heißt, Ware kommt rein für Havertz. Iheanacho geht dann auf die zentral-offensive Position. Edwards kommt rein für Sessa. Nee, das noch nicht. Noch nicht, Freunde. Es drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Es wird gleich gewechselt. Oder wieso nicht? Doch, wieso nicht? Wir machen es einfach. Edwards kommt rein für Sessegnon und ein bisschen defensive Absicherung, da geht Tielemans raus. Ja, der Trainer will noch mal ein wenig Grund bauen, will neue Impulse setzen. Der Captain geht. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Arsenal nutzt seine Chancen nicht so richtig, ne? Sie brauchen langsam mal einen Treffer, wenn das hier überhaupt noch irgendwas werden soll. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Also 3:0 im Finale, Freunde, das ist ganz schön bitter eigentlich, ne? Iheanacho. So, Iheanacho auf Lugo. Timo Sivea. Uiuiuiui. Der ging, glaube ich, richtig knapp, oder? Hat er noch den Pfosten gestriffen? Ah ne, es sah aber so aus irgendwie. Also war auf jeden Fall eine gute Chance von Timo Fieber. Keine Gefahr da von Aubameyang, der jetzt auch rausgeht, der kein gutes Spiel gemacht hat. Arsenal, weil wir stehen hinten schon wieder gut. So, Rea startet. Junior mit dem Abschluss, den würde ich eigentlich auch noch im Tor gönnen. Jetzt die Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. So, Lacazette gegen Arnold. Kurzer Blick zur Uhr für das Schützen. Schön gemacht da von Marcus Edwards. Marcus Edwards. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Geblockt. Jetzt Mesut Özil.
So, Freunde, wir sind Champions League-Sieger. Schreibt's mal bitte in die Kommentare, ist unfassbar, ey. Champions League-Sieg, Champions League-Sieger, so, jetzt habe ich's. Hashtag Triple. Bitte einmal Hashtag Champions League-Sieger und Hashtag Triple in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Und natürlich auch den VfL. Und Timothy Weah, Außenriss, Latte. Ui, 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 ui. Wechsel bei Arsenal. Iwobi geht, Tiso kommt. Ah, Foulspiel da von Locatelli. Das gibt gelb. Jo, das ändert aber nichts mehr am Spielstand. Ist auf jeden Fall ein Foul, kann man so sehen. So, vielleicht noch ein Kontertor. Wer startet? Ne, Junior. Junior 4:0, das habe ich ihm gegönnt, dass er noch ein Tor macht. Und Arsenal fällt hier auseinander. Ich wiederhole, das ist ein Champions League Finale, ein Champions League Finale und Arsenal kriegt so derbe von uns auf die Mütze. 4:0, das ist eine Blamage für Arsenal. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Die Nachspielzeit wird angezeigt, 3 Minuten gibt's. Özil. Lacazette jetzt. Özil. Und wir sind Champions League-Sieger, Freunde. Wir haben das Triple gewonnen, Freunde. Wer ist der Captain jetzt? Ich glaube Lafont, ne? Nee. Iheanacho? Nee, doch nicht. Wer hebt jetzt die Trophäe in der Hand? Alenia? Ah, Alenia ist es. Wir sind Champions League-Sieger, Freunde. Wir haben es endlich geschafft. Nach 3 Jahren Versuchen haben wir es endlich geschafft. Im dritten Jahr. Mit einer sehr jungen Mannschaft, mit viel Potenzial. Gut, Freunde. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in einer neuen Saison. Wenn ihr noch eine neue Saison wollt, schreibt es in die Kommentare. Und dann kommt natürlich noch eine Saison mit dem VfL Wolfsburg. Wenn ihr gerne eine andere Mannschaft sehen wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ich lese mir natürlich alles durch. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns dann in einer weiteren Saison oder mit einer neuen Mannschaft, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.